Wie viel Zinsanstieg verkraften wir noch? Wir Verbraucher, aber auch die Betriebe und Unternehmen. Wann wird's zu viel? Und damit hallo zum Update Wirtschaft hier auf dem Frankfurter Parkett. EZB-Ratsmitglied Yannis Tournaras, der Chef der griechischen Notenbank, hat es ganz treffend formuliert. Wir müssen die Zinsen nicht so lange anheben, bis in der Wirtschaft etwas komplett kaputt ist. Das sagte er im Interview mit der Börsenzeitung. Die Geldpolitik wirke bereits stark und sie dämpfe die Nachfrage erheblich. Er vertraut darauf, dass die Inflation in der nächsten Zeit zurückgeht, weil eben Geldpolitik mit Verzögerung wirkt. Wir schauen uns das gleich genauer an mit einer Devisenspezialistin, schauen auf einige Länder, wo die Notenbanken getagt haben. Nicht jeder hat sich dazu entschieden, die Zinsen noch weiter anzuheben. Wir schauen und schalten außerdem nach Großbritannien ins Studio London nach dem Zinsentscheid der Bank of England gestern, wie die Lage dort ist. Schauen aber erstmal auf einen Wirtschaftsbereich, der quasi der Nachwuchs für unsere Großkonzerne werden könnte, auf die Start-up-Branche. Wie geht's den jungen Unternehmen? Wie kommen die eigentlich mit den hohen Zinsen zurecht? Das fragen wir nach beim Start-up-Verband, beim Chef des Verbandes Christian Miele. Schönen guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen, Frau Seide. Vielleicht können Sie es mal umreißen. Wie ist denn die wirtschaftliche, wie ist denn die Lage in der Start-up-Branche momentan? Die Lage ist so wie auch in der Gesamtwirtschaft weiter angespannt bei den Startups. Wir sind nicht durch die Krise durch. Wir wissen nicht, wann der Tiefpunkt sein wird. Und dennoch kann ich trotzdem auch konstatieren, dass es natürlich weitergehen muss. Wie kommen die Startups mit den deutlich höheren Zinsen zurecht? Der Zinsanstieg von den Notenbanken führt ja in allererster Linie dazu, dass das Kapital teurer wird zur Finanzierung eben dieser Startups. Das bedeutet, dass weniger Geld zur Verfügung steht und damit auch die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland vor größeren Herausforderungen stehen. Insofern ist ein Zinsanstieg sicherlich auch eine große Herausforderung für das, was vor uns liegt, für die Startup-Branche. Jetzt finanzieren die sich ja nicht unbedingt über Darlehen, sondern bekommen vielleicht auch Eigenkapital. Fließt das auch schlechter? Also es ist ja eigentlich nur Eigenkapital, das wir in der Startup-Branche investieren. Aber nichtsdestotrotz gibt es dort ja Zusammenhänge zwischen einer gestiegenen Zinskurve und der Inflation und dem, was an Eigenkapital von den sogenannten Venture-Capital-Fonds zur Verfügung steht. Insofern gibt es da ganz direkte Verbindungen miteinander. Jetzt gibt es ja nicht nur die Startup-Branche, sondern viele verschiedene Sektoren, die da abgedeckt werden. Welche Sektoren sind denn da besonders gut gelaufen in den letzten Jahren? Also ich finde diese Frage immer wieder sehr spannend. In die Zukunft zu blicken, ist auch für uns sehr, sehr schwer. Wir in der Startup-Branche müssen uns dazu bemühen, immer im Hier und Jetzt zu erkennen, welche Technologien besonders gut funktionieren. Das ist aktuell sicherlich die künstliche Intelligenz, zumindest auf dem globalen Parkett. Da müssen wir jetzt sehen, wie wir in Europa nachziehen können mit guter Regulierung. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Softwareunternehmen in den letzten Jahren weiterhin sehr, sehr stark von vor allem auch den niedrigen Zinsen profitiert haben. Und ich denke, man wird auch in den nächsten Jahren sehen, dass Softwareunternehmen sich weiter durchsetzen werden. Kann man denn sagen, dass es einige Branchen leichter haben als andere, um an frisches Geld, an Finanzierung zu kommen? Ich kann die Frage gut nachvollziehen, aber es ist tatsächlich so, dass man in so einer sehr heterogenen Startup-Landschaft sowohl in einzelnen Sektoren Gewinner wie auch Verlierer sieht. Das ist also ganz ähnlich zu dem, was wir auch in der klassischen Wirtschaft und in der Industrie sehen. Insofern ist es für mich ganz, ganz schwierig zu sagen, es gibt jetzt diesen einen Sektor, der sich besonders gut entwickelt hat. Es gibt da zahlreiche Beispiele aus verschiedenen Sektoren, die sowohl Gutes als auch Schlechtes hervorgebracht haben in den letzten Jahren und Monaten. Na, es war auch zu lesen jetzt im Vorfeld, dass einige schon durchaus zu kämpfen haben, an Geld zu kommen. Nur eben, dass gerade diese Zukunftstechnologien, die hätten keine Probleme. Also es ist so, dass momentan die Startup-Szene, ähnlich wie das vom IFO-Geschäftsklima-Index vorgegeben wird, auch unter dieser angespannten Situation leidet. Wir sind ungefähr auf einem Niveau von 2020 während der Corona-Pandemie, was die Gründungsaktivitäten und den Kapitalfluss angeht. Insofern kann man schon sagen, dass es nicht ganz einfach gewesen ist. Sie haben aber natürlich recht, und das begrüße ich auch, dass einzelne Startup-Unternehmen einzelne Zukunftstechnologien auch in diesen angespannten Zeiten weiterhin Finanzierungsrunden abschließen können. Und in meinen Augen ist das auch bitter notwendig, und wir müssen uns da gemeinsam auch mit der Bundesregierung darum bemühen, dass das auch weitergeht. Denn nur
wenn wir in innovative Technologien investieren, können wir eben auch derartige Zukunftsfelder für uns bereiten in Deutschland wie auch in Europa. Kommen wir gleich noch zu den Fördermaßnahmen und zur Politik. Die Frage ist aber auch, wenn jetzt so wahnsinnig viel und gerne investiert wird in Zukunftstechnologien, guckt man da vielleicht auch etwas weniger genau hin? Also gibt es da Übertreibungen? Die Rede war auch schon davon, dass das an neue Marktzeiten erinnerte, dass da einfach Geld fließt und man guckt gar nicht, ob es erfolgreich sein kann. Ich halte das für ein Ammenmärchen in der Hinsicht, dass natürlich zum Venture Capital, wenn man das ins Deutsche übersetzt, durchaus auch ein Wagnis und ein Risiko eingegangen werden muss. Und wenn wir uns mal ganz praktisch dem Phänomen widmen, ein junges Technologieunternehmen zu bepreisen, dann werden wir sehr, sehr schnell feststellen, dass es dort ja wenig gibt, auf dessen Grundlage wir eine Unternehmensbewertung festlegen können. Insofern ist das Angebot und Nachfrage. Und in einer Zeit, in der die Zinsen niedrig gewesen sind in den letzten 10 Jahren, da sind natürlich viele der Unternehmensbewertungen in die Höhe geschossen. Auch das kritisiere ich. Und ich glaube, man muss sich jetzt auch wieder so ein bisschen der Realität zu widmen, aber das passiert auch. Und insofern, das sind sehr, sehr normale Marktmechanismen und da ist am Ende die Preisfindung von Angebot und Nachfrage meines Erachtens nach auch ein sehr, sehr guter Indikator für die Branche generell. Also Sie sehen da durchaus Übertreibungen, ja? Wir haben Übertreibungen gesehen, wo ich persönlich als Investor auch gesagt habe, da mache ich nicht mit. Aber es ist ja eine freie Entscheidung des Marktes. Und wenn ein Investor an einen Startup glaubt und bereit ist, so eine hohe Unternehmensbewertung zu bezahlen, dann muss man dem Investor in diesem Moment ja durchaus zugestehen, dass er sich wahrscheinlich aus guten Gründen dafür entschieden hat, das zu tun. Aber nochmal, das sind Marktmechanismen aus Angebot und Nachfrage. Jetzt aber zu den Fördermaßnahmen. Was gibt es da für die Startup-Branche von staatlicher Seite und vor allem auch, macht die Politik da nach ihrem Geschmack genug? Die Ampelregierung ist ja angetreten und hat eine Start-up-Strategie verabschiedet. Wir stellen fest, dass dort auch mit Nachdruck an einigen dieser Punkte gearbeitet wird. Erst gestern wurde das Zukunftsfinanzierungsgesetz in das parlamentarische Verfahren eingegossen. Das ist der Versuch von Christian Lindner und der Ampelregierung, unter anderem das Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme für die Start-up-Szene zu lösen und attraktiv zu gestalten. Da sind wir auf einem guten Weg, müssen allerdings an einigen Stellschrauben handwerkliche und technische Fehler ausbügeln. Und wenn das dann kommt, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, auch international Talente anziehen zu können. Neben diesen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen hat die Bundesregierung schon unter der Großen Koalition den sogenannten Zukunftsfonds auf den Weg gebracht. Das ist der Versuch, Kapital und Finanzierungsmöglichkeiten für Startups zur Verfügung zu stellen. Und auch da sehen wir, dass diese Mechanismen anfangen, Wirkung zu zeigen. Für die Zukunft wünsche ich mir allerdings, dass wir dort auch mehr Marktmechanismen ausnutzen, indem wir nämlich zum Beispiel institutionelle Investoren dazu incentivieren, in Venture Capital, in Startups zu investieren. Denn auch dann werden Angebot und Nachfrage, wie ich das eben schon gesagt habe, weiter auch ihren Mittelpunkt finden können. Am Wochenende startet die Messe Bits and Pretzels. Was ist, ist das vielversprechend, solche Messen? Wie sind die? Was ist davon zu erwarten? Die Bits and Pretzels ist mittlerweile seit vielen Jahren in München eine sehr angesehene und gut besuchte Konferenz mit tollen Gästen. Für mich persönlich ist das immer ein Highlight während des Oktoberfestes, wo man viele gemeinsame Bekannte und Freunde wieder treffen kann, sich austauschen kann. Insofern glaube ich, vor allem nach Corona, dass solche persönlichen Begegnungen sehr, sehr wichtig sind. Und deswegen freue ich mich persönlich sehr auf die Bits and Pretzels. Christian Miele vom Startup-Verband, der Chef des Startup-Verbandes. Vielen Dank für diese Informationen. Danke, Frau Seidel. Gestern haben viele Notenbanken ihre Zinsentscheide präsentiert. Die Bank of England war eine davon. Die hat aber nichts getan, obwohl die Inflation in Großbritannien mit am höchsten ist in Europa. 6,7%, da liegt sie. Wir wollen deshalb mal nach Großbritannien schauen, auch anlässlich eines kleinen Jahrestages, der morgen ansteht. Da jährt sich nämlich ein ziemlich dramatischer, desaströser Vorfall, der des Mini-Budgets der damaligen Premierministerin Liz Truss. Die Idee war, Steuern massiv zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Nur wie das Ganze finanziert werden sollte mit hohen Schulden, das war nicht so richtig durchdacht. Daran gab es große Zweifel und deshalb eben auch
Turbulenzen an den Finanzmärkten. Das Pfund ist eingekracht, die Zinsen für Staatsanleihen in die Höhe geschossen. Wir wollen heute schauen, wie geht's dem Land jetzt, ein Jahr danach. Und das kläre ich mit dem Kollegen vor Ort im ARD-Studio London, Christoph Prössl, der Studioleiter dort. Hallo nach London. Ja, schönen guten Tag. Ja, fangen wir mal mit dem gestrigen Ereignis an, der Bank of England. Sie hat ihre Zinsserie gestoppt. Das war ja nicht unbedingt zu erwarten. Kann die sich das leisten? Nein, das war nicht zu erwarten. Nach 14 Anhebungen in der Zeit davor gab es gestern eine Pause. 5,25% ist jetzt der Leitzins. Und die Argumentation ist natürlich, dass die Bank abwägen muss, auf der einen Seite die Inflation zu begrenzen, auf der anderen Seite aber auch den Blick hat natürlich auf die Belastung der Verbraucherinnen und der Verbraucher. Viele haben Hauskredite laufen im Vereinigten Königreich, die mittlerweile ein Zinsniveau von 5-6% erreichen und darüber. Und das belastet viele. Und da ist natürlich der Gedanke, dass diese Belastung gering gehalten werden muss, dass man das auch mit im Auge haben muss. Und die Zentralbank hat sicherlich auch darauf geguckt, dass sie von einem sehr hohen Inflationsniveau im Vereinigten Königreich gekommen ist, über 11%, und mittlerweile bei etwa 6,7% bei der Inflation angelangt ist. Also eigentlich schon ganz gut die Inflation in den Griff bekommen hat. Da ist noch viel zu tun, aber die Experten gehen auch davon aus, bis zum Jahresende wird die Inflation deutlich einzugrenzen sein. Wie ist denn generell so die wirtschaftliche Situation bzw. die Stimmung im Land bei den Menschen? Da muss man, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite ist die Stimmung bei den Menschen schon so, dass sie die Belastungen spüren. Ich habe gerade gesprochen von den hohen Immobilienzinsen. Die sind deshalb so relevant, weil viele kurzfristige Finanzierungen laufen haben. Also nicht wie bei uns in Deutschland 10, 15 Jahre eine Hausfinanzierung, sondern hier schließt man schon nach 2, 5 Jahren etwa neue Finanzierungen ab. Das heißt, sehr viel schneller werden dann die Belastungen hoher Zinsen auch spürbar. Wir haben hohe Energiepreise. Wir haben vor allem sehr, sehr hohe Lebensmittelpreise, das alles belastet die Haushalte. Es hat jetzt auch hohe Tarifabschlüsse gegeben, das mildert ein wenig die Situation, aber das ist wirklich das, was die Menschen hier bewegt. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel auf die Konjunktur, auf das Wachstum guckt, dann ist Großbritannien am unteren Ende der G7-Länder mit einem prognostizierten Wachstum von 0,4%, das sagt der Internationale Währungsfonds. Deutschland kommt dahinter, aber alle anderen G7-Staaten liegen davor, also eigentlich müsste da mehr kommen. Das ist schon die Situation im Vereinigten Königreich. Jetzt gab es ja lange Nachteile durch den Brexit. Sind denn mittlerweile auch sowas wie Vorteile erkennbar durch die vielbeschworenen neuen Handelsabkommen zum Beispiel? Nein, die neuen Handelsabkommen, die schlagen noch nicht durch. Da bemüht sich die Regierung natürlich sehr, endlich Erfolge erzielen zu können. Das gestaltet sich sehr schwierig, beispielsweise mit Indien. Da würde man sehr, sehr gerne ein Handelsabkommen abschließen. Aber die Situation ist die, dass Indien da zum Beispiel Erleichterungen bei den Visa fordert. Also da sieht es nicht danach aus, als würde etwas kommen. Es gab ein paar Abkommen, die jetzt nach dem Brexit geschlossen werden konnten, beispielsweise mit Neuseeland, mit Australien. Aber da muss man eben auch sagen, das sind nicht die bedeutenden Abkommen, die beispielsweise helfen würden, das Defizit oder die geringeren Handelsvolumen auszugleichen, die entstanden sind durch den Austritt aus der Europäischen Union. Also die Versprechen der Brexiteers, die sind da noch überhaupt nicht eingetroffen. Und wie läuft es an der Grenze zwischen Irland und Nordirland beziehungsweise an der Zollgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien? Das war ja ein großes Problem und da hat die Politik schlussendlich eine Lösung gefunden. Das heißt, man hat sich darauf verständigen können, wie genau dort die Kontrollen aussehen, um auf der einen Seite eben den Binnenmarkt zu schützen und auf der anderen Seite aber auch die Belastungen für britische Unternehmen zu reduzieren. Und da kann man schon sagen, dass jetzt die Unternehmen in Nordirland in einer besonders guten Situation sind, weil sie das Beste aus beiden Welten haben, also sehr einfach, sehr leicht in die Europäische Union exportieren können. Das passiert dann über die Republik Irland und auf der anderen Seite aber eben auch sehr gut in den Raum Großbritannien, in das Vereinigte Königreich exportieren können. Also die Situation hat sich dort zum Glück beruhigt. Ich hatte es gerade schon angesprochen, vor einem Jahr das Mini-Budget. Wie schauen denn eigentlich heute Liz Truss und der damalige Finanzminister Kwasi Kwarteng eigentlich auf die Ereignisse vor einem Jahr?
Ja, das war sehr interessant zu beobachten in dieser Woche, weil es Anfang der Woche einen Vortrag gab von Liz Truss bei einem Think Tank, Institute for Government. Und dort hat sie eine Rede gehalten und sich auch dann den Fragen der anwesenden Journalisten und Experten gestellt. Und da ging es natürlich um eine Sache, nämlich um ihre Politik. Und ihr Standpunkt ist ja, Steuern runter, das ist das, was dem Vereinigten Königreich hilft. Und das, was sie vor einem Jahr gemacht hat, das sei so richtig gewesen. Sie argumentiert, das Problem war, dass gleichzeitig eben ein Paket, ein großes Hilfspaket geschnürt wurde, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu unterstützen. Das sei sehr teuer gewesen. Deswegen habe es diese Turbulenzen danach an den Märkten gegeben. Wir erinnern uns, das Pfund stürzte ab. Danach gab es massive Probleme bei den Staatsanleihen. Also das waren Turbulenzen, die dann auch von der Bank of England, von der Zentralbank angegangen werden mussten. Die versprach, 65 Milliarden Pfund zu investieren, um Staatsanleihen zu stützen. Davon war aber nicht die Rede. Das sieht alles Liz Truss nicht. Sie hält nach wie vor ihre Lösung, Steuern runter, für die wichtigste Aufgabe und hat auch so ein bisschen argumentiert, dass da die ganzen Behörden, Aufsicht, aber auch Journalisten, aber auch politische Zirkel im Grunde gegen sie gearbeitet hätten. Also da war so ein Hauch von Deep State, Verschwörung im Raum. Das war eher eine kuriose Vorstellung, die sie da gegeben hat, wenn man sich dazu die Realitäten ansieht. Und wie waren da die Reaktionen? Wird sie da mit ihrem Standpunkt ernst genommen? Ja, es war ein ernstzunehmender Think Tank, der sie eingeladen hat. Das ist das eine. Aber wenn man die Frage stellt, ist da an ein Comeback denkbar, dann halte ich das im Moment für nahezu ausgeschlossen. Ich glaube, die Realität hat im Moment die Oberhand in der konservativen Partei. Rishi Sunak versucht, einen sehr soliden Haushalt vorzulegen. Im November wird es dann auch nochmal neue Haushaltsplanungen geben. Das ist ein interessanter Zeitpunkt, wo man dann auch mal so ein bisschen auf Neuverschuldung nochmal gucken muss. Großbritannien hat einen hohen Schuldenlast. Etwa 100% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Deutschland deutlich darunter, Italien deutlich drüber. Da kann man das Land so einordnen. Aber da wird man versuchen, von der Regierung aus sehr solide zu wirken. Die Turbulenzen von vor einem Jahr, die sind da noch ein langer Schatten. Das heißt, da gilt es auch, Vertrauen aufzubauen, ausländische Investitionen anzuziehen. Das ist alles ein großes Thema für das Vereinigte Königreich, das jetzt alleine dasteht, außerhalb der Europäischen Union, auch im Wettbewerb mit beispielsweise den USA. Also eine schwierige Situation und da muss jetzt vor allem eine ruhige Hand aus der Regierung beweisen, dass das Vereinigte Königreich ein verlässlicher Partner ist. Danke, Christoph Brüssel, für diese Eindrücke aus London. Vielen Dank. Sehr gern. Ja, es war die Woche der Zinsentscheidungen. Eigentlich Wahnsinn, wie viele Notenbanken allein gestern ihre neuen Beschlüsse bekannt gegeben haben und wie viele auch bei Zinsen nachgelegt haben, Schweden und Norwegen etwa. Oder die Türkei sogar ganz deutlich, ganz anders als eben die Briten. Wie diese Zinsentscheidungen einzuordnen sind, eben nicht anheben, ist ja auch eine Entscheidung. Das schauen wir uns jetzt an, schauen zumindest auf einige der vielen Zinsentscheidungen. Alle bekommen wir nicht hin. Die Hintergründe kann uns ganz großartig erklären die Devisenspezialistin Sonja Marten von der DZ Bank. Hallo, schönen guten Morgen. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen. Schauen wir doch erstmal nach England. Mhm. Diese Zinspause da, können Sie die nachvollziehen? Bedingt, muss ich sagen. Also das Problem, was ja sehr viele Zentralbanken derzeit haben, ist, dass sie auf der einen Seite natürlich sehen, dass die Inflation immer noch sehr, sehr hoch ist. Und da muss man natürlich vorsichtig sein. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass sie bereits sehr, sehr viele Zinserhöhungen unternommen haben. Und das Problem ist bei der Geldpolitik, es dauert einfach relativ lange, bis sich Zinserhöhungen wirklich in der Wirtschaft niederschlagen. Und dieser sogenannte Transmissionsmechanismus, diese Wirkungskette, die ist ganz schwierig abzuschätzen. Das Problem ist also, erhöht man die Zinsen weiter, riskiert aber im schlimmsten Fall, dass man die Wirtschaft in einen deutlichen Abschwung reintreibt, oder wartet man ab? Was die Bank of England gestern gemacht hat, ist quasi zu sagen, wir pausieren jetzt und warten ab und gucken einfach bei der nächsten Sitzung, wie die Lage aussieht. Angesichts der sehr hohen Inflation in Großbritannien hätte ich mir eigentlich eher eine Zinserhöhung vorstellen können, wie ja ein Großteil der Investoren, man war ja überrascht. Aber das heißt natürlich nicht, dass es in den nächsten Monaten nicht weitergeht. Also kurz Pause machen ist durchaus sinnvoll. Zum britischen Pfund würde ich noch gerne Ihre Einschätzung hören. Das hat sich ja relativ stark entwickelt seit den Ereignissen vor einem Jahr. Wie ist das zu erklären?
Ja, also ich glaube, die Stärke des Pfundes hat auch sehr viele überrascht, weil eigentlich muss man ja sagen, war schon lange klar, dass es wirtschaftlich in Großbritannien sehr, sehr schwierig wird. Ich glaube, den Auslöser für diese Aufwertung des Pfundes hat die Tatsache gegeben, dass die Wirtschaft sich nicht so schlecht entwickelt hatte, wie befürchtet. Und diese Erleichterung hat das Pfund beflügelt. Dann kamen diese aggressiven Zinserhöhungen dazu, die das Pfund auch gestärkt haben, muss man sagen. Allerdings ist es eben auch so, dass diese Zinserhöhungen ja einen Kosten haben, den die Wirtschaft zahlen werden muss, nächstes Jahr wahrscheinlich. Und das sieht man aktuell. Das Pfund ist jetzt schon deutlich schwächer geworden wieder. Also da sieht man diese Sorge über die Wirtschaftsentwicklung, die spiegelt sich da schon wieder. Das ist eine Woche der Zinsentscheidung. Das ist für Sie wahrscheinlich viel zu tun gewesen diese Woche in Ihrem Bereich. Gestern unter anderem hat die Türkei die Zinsen angehoben, sogar relativ deutlich. 5% ging es rauf, auf 30% der Leitzins. Seit ein paar Wochen, seit Juni eben, hebt sie die Zinsen an. Man muss ja sagen, endlich mal. Ja, das hat ja sehr lange gedauert. Wir kennen alle die Geschichte. Präsident Erdogan ist ja kein Freund von erhöhten Zinsen, aber die Inflation in der Türkei ist natürlich wahnsinnig hoch. Und jetzt hat man eine neue Notenbankchefin, die jetzt auch eben die Zinsen deutlich anhebt. Erstaunlich war, dass sie das nicht direkt zum Anfang ihrer Amtszeit gemacht hat. Da waren sie ein bisschen vorsichtiger. Jetzt kommen wirklich relativ große Zinserhöhungen. Das Interessante ist, gestern, Sie sagten es gerade, 500 Basispunkte, das klingt wahnsinnig viel. War aber wahrscheinlich schon fast wieder weniger, als der Markt erhofft hatte. Und deswegen hat die Lira ja auch eher negativ. Man hatte eigentlich gehofft, dass der erste Zinsschritt schon riesengroß ausfällt. Und der war dann auch mit ein paar Prozent für uns viel, aber für die Türkei war zu wenig. Ja, also das Problem ist ja auch, der Realzins ist ja negativ. Die Inflation liegt aktuell um 60%. Also selbst bei einem Leitzins von jetzt 30% hat man ja einen negativen Realzins. Also eigentlich müsste die Geldpolitik noch deutlich weiter gestrafft werden. Auch um so ein bisschen das Vertrauen der Investoren zurückzubekommen. Zumal, man muss ja sagen, also seit Juni geht es rauf mit den Zinsen, aber eben die Inflation, da gibt es keine Besserung, sondern es geht auch rauf. Das liegt aber daran, also zum einen dauert es ja, wie gesagt, relativ lange, bis hohe Leitzinsen sich in der Inflation widerspiegeln. Das andere ist natürlich auch, dass die Inflation auch von Faktoren getrieben wird, zum Teil die natürlich außerhalb der Kontrolle der Zentralbank liegen. Aktuell ist ja das Thema Öl natürlich wieder ein großes Thema, also in der globalen Inflationsentwicklung. Und das ist ja für eine Zentralbank schwierig. Wenn eine Zentralbank den Leitzins anhebt, dann fällt der Ölpreis deswegen nicht. Also insofern, ja. Die Bank of Japan hat auch noch ihre Zinssitzung. Nach zwei Tagen hat sie dann heute eben ihren Zinsbeschluss bekannt gegeben. Und da ist die Lage komplett anders. Ja. Das ist wirklich eine Insel, denn in Japan ist es ja so, dass die Geldpolitik weiterhin extremst expansiv ist. Man hat ja immer noch diesen sehr, sehr niedrigen Leitzins. Man hat diese Zinskurvenkontrollpolitik, also die Zentralbank limitiert ja das Niveau der Staatsanleihenrendite ganz, ganz knapp. Und das ist eine Politik, an der die BOJ nach wie vor festhält, obwohl ja die Inflation in Japan mittlerweile auch deutlich über dem Zielwert der Zentralbank liegt. Aber das Argument der Bank of Japan ist, dass diese Inflationsentwicklung noch nicht nachhaltig ist und dass man deswegen weiterhin an dieser extrem expansiven Politik festhalten möchte. Wir schauen noch mal, wie die Märkte darauf reagieren in Asien eben. Der Nikkei hat im Minus geschlossen, also die Entscheidung der Bank of Japan kommt da offenbar nicht gut an. Die China-Börsen haben sich erholt von dem Minus vorher. Schauen dann gleich auch nochmal in die USA, die Indizes dort alle im Minus. Da zeigt sich die Sorge vor weiteren Zinsanhebungen in diesem Jahr. Und wir schauen auch noch kurz auf den DAX, der hat über die Woche bislang 2% verloren. Heute ein Minus von 0,4%. Die Erwartung, dass die Zinssätze der größten Notenbanken über eine längere Zeit auf hohem Niveau bleiben, das macht die Anleger nervös. Ja, wie ist diese Sorge einzuschätzen? Wie kommt unsere Wirtschaft mit den höheren Zinssätzen zurecht? Es ist tatsächlich so, dass es wirtschaftlich deutliche Spuren hinterlässt. Das sieht man ja in Europa und in Deutschland, insbesondere zum Beispiel beim Bau. Da haben wir wirklich ganz schon deutliche Einbrüche gesehen. Investitionen lassen nach, weil natürlich Kreditvergabe restriktiver, teurer geworden ist. Also man sieht Bremsspuren in der Wirtschaft und die werden auch eher noch mehr werden, weil wie gesagt, die Zinserhöhungen, die sind ja in dieser Pipeline drin, da kommt ja noch einiges nach. Und das wird wirtschaftlich durchaus
ganz spürbare negative Auswirkungen haben. Aber das sind Nebenwirkungen, die die Zentralbanken bereit sind, in Kauf zu nehmen. Ja, aber offenbar auch nicht alle. Griechenlands Notenbankpräsident, ich fand das wirklich sehr treffend, dass er gesagt hat, wir können ja nicht so weitermachen, bis wir alles kaputt gemacht haben. Das stimmt, da hat er auch nicht Unrecht mit, aber das Problem ist ja, wie weiß man genau, an welchem Punkt dieser Punkt erreicht ist? Und das ist ja so ein bisschen das Problem, das Zentralbanken aktuell haben. Die Bank of England zum Beispiel gestern hat diesen neuen Mitglieder im Geldpolitischen Rat, die Abstimmung fiel 5-4 aus, also extrem knapp. Und ich glaube, auch bei der EZB letzte Woche gab es sicherlich hitzige Diskussionen. Das ist die große Frage, aber da kommt noch einiges. Bleibt eine große Gratwanderung. Danke, Sonja Martin von der DZ Bank. Danke, schön, dass Sie hier waren. Gerne. Ja, das war's hier von mir für diese Woche. Nächste Woche ist hier meine Kollegin Melanie Böff, auch wieder mit vielen spannenden Themen. NFT zum Beispiel ist ein Thema, die sind inzwischen fast wertlos, waren mal sehr gehypt. Fördermöglichkeiten für Solar, für Speicher und Wallbox, auch das ist ein Thema. Und die Fallstricke, worauf man achten muss, wenn man auf Kleinanzeigenportalen kauft und verkauft. Ich sag danke fürs Zuschauen für diese Woche und tschüss und später dann schönes Wochenende.